Ich kann mal hier Godbridge versuchen. Oh ja, das funktioniert. Hattest du vor, dir eine neue Maus für Bed Wars anzulegen oder für generell Minecraft PvP, dann schau dir definitiv die Bloody Mäuse an. Ich habe heute die Bloody A60 für euch im Test. Ihr seht auch, meine Bauarten sind immer noch ähnlich wie davor. Man muss eben üben und damit auch willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute als Thema die Bloody A60. Viele Freunde und Bekannte erzählen immer, ja, die Bloody A60 sei die beste Maus. Und der andere sagt wieder, die Bloody A70 sei die beste Maus. Und der andere wieder, die Bloody A90. Und deshalb mache ich heute für euch ein kleines Video, damit euch diese Entscheidung ein wenig abgenommen wird. Ich bin zwar jetzt nicht, was Abusen, also Mausabusen angeht, der Freunde, ich bin zwar nicht der Beste, was Mausabusen angeht und bin wahrscheinlich auch nicht der, den ihr jetzt nach Rat immer fragen solltet, aber ich kann definitiv sagen, als jemand, der wirklich nie Mausabused, das heißt, ich habe davor immer mit Jitter und Butterfly gespielt, das wissen die, die mich lange verfolgen, ich als jemand, der immer anders gespielt hat, kann sagen, es ist schon eine sehr, starke Erleichterung, wenn man davor gegen 40 CPS Spieler gespielt hat, dass man eben jetzt mit seinen 20 CPS, wenn man sehr, sehr gut abusen lernt, dass man damit eben besser konkurrieren kann. Ihr seht jetzt unten rechts, während ich hier gerade rede, auf Casual mit dem Long Abuse schafft man manchmal ein bisschen mehr, aber es ist halt auch ein bisschen Übung. Ihr seht, ich schaffe schon immer über 15 CPS eigentlich und wenn nicht, dann ist es halt einfach, weil ich gerade ein bisschen schlecht abuse. Und ganz ehrlich, ihr könnt damit auch viel mehr schaffen. Also mein Rekord war 28. Es ist halt auch immer ein bisschen von der Oberfläche deiner Finger abhängig, natürlich. Also muss man auch ehrlicherweise sagen, man kann nicht immer mit nassen, also man kann mit nassen Fingern nicht abusen, aber auch nicht zu trocknen. Die Bloody A60 ist nicht die einzige Bloody Maus, aber wahrscheinlich die beste. Also ich habe es jetzt von vielen Leuten gehört, die Meinung dazu und die meisten sagen, entweder die A90 ist besser, entweder die A70 sei besser oder eben die Bloody A60 und ich habe mich dazu entschieden, die Bloody A60 für euch und auch für mich zu testen und zu schauen, wie es sich damit in BW spielen lässt. Also ich als jemand, der wie gesagt nie wirklich abused hat, on a regular, sage ich mal, bin wirklich erstaunt, wie schnell man das doch lernt. Also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Freunde, ihr könnt jetzt nicht die Maus kaufen mit der Erwartung, yo, ich kaufe die Maus und dann habe ich 50 CPS. Nein, Freunde, es ist nicht so. Gerade mit den meisten Bloody Mäusen bis auf die A60, weil die eine andere Oberflächentextur haben, ist es eben so, dass man Grip Tape braucht, um auf diese Zahlen zu kommen, die man so kennt von Bloody Mäusen. Ja, ihr dürft da wie gesagt nicht mit falschen Erwartungen dran gehen. Die Maus ist mit ihren 30 bis 40 Euro, glaube ich, waren es, keine Ahnung. Ehrlicherweise, Freunde, habe ich mich da jetzt nicht so dran erinnern können die letzte Zeit. Ja, ist eine sehr, sehr günstige Maus, muss man sagen. Ist auch eine billig produzierte Maus, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Also man soll jetzt nicht denken, das ist die hochqualitativste Maus. Man kann eigentlich sagen, die Maus ist super für Mausabuse-Einsteiger geeignet, denn sie ist recht, ja, einsteigerfreundlich. Ich als jemand, der nie abused habe, habe es recht schnell gelernt. Grip Tape braucht man nicht unbedingt für diese Maus. Das ist ein Irrtum. Die meisten denken, man braucht immer Grip Tape. Nein, ist nicht so. Natürlich jetzt, um vielleicht noch ein paar mehr CPS zu bekommen, wäre es eventuell sinnvoll, sich Grip Tape zuzulegen. Aber ich weiß, dass viele von euch auch da draußen davon Gegner sind. Deswegen werde ich jetzt auch keins verlinken. Vielleicht kommt dazu noch mal ein Video separat. Ich habe ja schon mal meine Meinung dazu gesagt. Ja, ihr könnt jetzt nicht von mir erwarten. Yo, okay, Feuerstein hat die Bloody A60. Der hat instant 100 CPS. Wie dieser Freund, gegen den wir gerade spielen, der wirklich 0,1 Block fliegt. Wenn ihr eine Maus sucht, die einsteigerfreundlich ist für Bed Wars und auch noch recht cool aussieht. Also ich kann es euch gerade mal einblenden, wie die aussieht. Die sieht wirklich geil aus, muss man sagen. Am Anfang war ich ein bisschen stutzig, aber doch, die sieht ganz cool aus, muss man einfach sagen. Ist ein Pluspunkt. Mit ihm Bets zu traden wäre vielleicht nicht so schlau, weil er einfach viel mehr CPS hat und mich dann in die Views Battle ziehen wird. Aber er hat uns wenigstens runtergeboxt, aber wir haben das Bett bekommen. Lul, er ist runtergefallen. Ja, moin. Alles klar. Ja, Freunde, weiter im Kontext. Was ist das für eine geile Map? What the fuck, die kenne ich ja gar nicht. Ja, ich war früher immer jemand, der so 10, 11 CPS hatte. Deswegen ist es für mich schon eine krasse Umstellung, muss man sagen. Und ja, man muss es halt echt üben. Es ist eine reine Übungssache und es ist meiner Meinung nach echt nicht so leicht, wie alle mal sagen. Yo, muss einfach nur Maus abusen. Nein, es ist nicht so leicht, Bruder. Es ist nicht so leicht, wie man es sich immer vorstellt. Und das wäre auch traurig, weil sonst könnte jeder kleinste Noob geil viele CPS erreichen und reducen in Bed Wars. Und so wäre es auch ein bisschen langweilig. Also bleibt Maus abusen für mich immer noch ein Skill, den man da lernen muss. Und ich kann mal hier Godbridge versuchen. Oh ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Lull. Aber ja, consistent ist es halt nicht. Wie gesagt, Übung macht den Meister, Freunde, wie bei vielen Dingen im Leben. Ich bin aber wirklich sehr zufrieden mit der Maus. Ich kann sie euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Das ist eine geile Maus und Lull. Okay, da habe ich mich gerade fast vertan. Ich muss mal... Oh, wer ist schon da? Nein!
Das war wirklich unglaublich schlecht. Ich dachte, ich kann da Blocker mehr gehen, aber da ist eine Half-Slap gewesen. Da habe ich ins Nichts geklickt. Freunde, wie immer, lost. Genauso wie in den Streams. Ihr könnt übrigens, apropos Streams, super Überleitung, Feuerstein, ich weiß. Ihr könnt in den Streams vorbeischauen. Ich streame da recht regelmäßig und wenn ich da mit dem Abi fertig bin, versuche ich da daily zu streamen. Was mache ich denn diese Runde? Okay, Freunde, ich lasse das jetzt hier uncut. Ich lasse das mal unkommentiert, was hier gerade passiert ist. Wir spielen übrigens gerade mit dem Betzke 5K Pack in Blau, was mir übrigens sehr, sehr gut gefällt. Betzke, das hast du gut gemacht, das hast du gut hinbekommen. Ja, Freunde, er hat unser Bett bekommen, da müssen wir jetzt schnell noch drauf gehen. Alles klar, kommt noch einer. Ja, moin. Wer jetzt übrigens noch dran ist, ist höchstwahrscheinlich eh ein treuer Zuschauer, der die Videos ganz guckt. Deswegen erstmal danke, dass du so lange dran bleibst an meinen Videos, auch wenn die mal ein bisschen länger sind. Joine gerne meinem Discord-Server, das ist mein Community-Discord-Server und da bin ich sehr aktiv drauf und da könnt ihr mit mir spielen, schreiben und alles, was euer Herz begehrt. Und das ist geil und deswegen habe ich den gemacht, um ihn hier auch zu promoten. Und ich lebe immer noch, aber gleich ist das unser Ende. Komm her, Kumpel, Kollege. Kollege Schnürschuh. Aber wir haben ihn. Null. Wir gehen dann jetzt noch schnell auf das Bett und dann versuche ich auch das Video so schnell wie möglich zu beenden, denn ich habe die letzte Zeit ein bisschen längere Videos gemacht, was gar nicht meine Absicht war. Ich mag es nicht, 10 Minuten Videos rauszuhauen, außer das ist jetzt irgendwas Entspannteres, aber so eine Runde Bed Wars bzw. so ein Bed Wars Video soll mal nicht 10 Minuten dauern, meiner Meinung nach. Oh, Freunde, er kommt. Mein Ende naht. Nein. Oh, er hat sich suicided. Freunde, wir hätten ihn fast off guard in seinem Bett bekommen. Aber da springen wir schnell hin und bitte, ja. Freunde, ich hoffe, ich habe nicht übersteuert. Das war's mit dem Video. Es war wirklich sehr, sehr lucky. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, kauft euch die Bloody und ciao, Freunde. Das ist absolut. Moment mal. Alter. Geil. Okay, komm, wir machen es nochmal. Geil.